Ja, liebe Genossinnen und Genossen, im Namen des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig, Herrn Burkhard Jung, begrüßen wir euch hier auf das Herzlichste in Leipzig. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, vielleicht noch mal von uns beiden, dass wir uns kurz vorstellen. Wir machen das nicht gegeneinander, sondern ich sage, wer ich bin, sie sagt, wer sie ist. Kommt am besten, glaube ich, Heiko Rosenthal, seit 2006 Bürgermeister in der Stadt, verantwortlich für Ordnung, Sicherheit, Umwelt und Sport. Mein Name ist Gadi Jennecke und ich bin am Sonntag genau 2 Jahre Kulturbürgermeisterin der Kulturstadt Leipzig. Ja, wie Sie es gehört, Grußwort der Stadt Leipzig. Ihr seid auf dem Messegelände der Stadt im Kongresszentrum. Die Messestadt Leipzig mit einer 850-jährigen Tradition heißt euch auch in diesem Kongresszentrum herzlich willkommen. Und ich habe ja gesagt, wir sind Kulturstadt. Vielleicht muss ich es einigen von euch auch gar nicht sagen, aber für die, die vielleicht das erste Mal in Leipzig sind und hoffentlich wiederkommen, wir sind wirklich eine großartige Kulturstadt, neben dem weltberühmten Gewandhausorchester, dem Thomanerchor mit seiner 800-jährigen Tradition, mit dem Bachfest, das heute beginnt. Wer also mit dem heutigen Abend und auch dem morgigen Abend noch nicht so recht weiß, was er anfangen soll, oder vielleicht am Montag auch noch in Leipzig bleiben will, bis Ende nächster Woche findet in Leipzig das internationale Bachfest statt. Ihr seid alle herzlich willkommen, nach dem Parteitag dann daran teilzunehmen. Aber wir sind nicht nur Kulturstadt, sondern wir sind auch die am schnellsten und dynamischsten wachsende Großstadt in Deutschland. Nicht nur durch Zuzug, sondern erfreulicherweise, und kleiner Konkurrenzkampf Richtung Dresden ist dabei, wir sind die Stadt mit den meisten Geburten in Deutschland, relativ gesehen. Wir haben aber auch noch andere Rekorde aufzuweisen, und die wollen wir natürlich mit Lokalkolorit etwas vorweisen und aufzählen. Der größte Rathausturm steht in Deutschland. Wir haben das höchste Denkmal mit dem Völkerschlachtdenkmal und 91 Metern Höhe. Ja, ich komme gleich. Größter Kopfbahnhof Europas, höchster Rathausturm Deutschlands in Leipzig, richtig. Ja, dann haben wir den ältesten Kleingarten in der Stadt und das größte Herzzentrum der Welt. Wir haben das größte europäische Lesefest im Rahmen der Buchmesse Leipzig liest. Den größten Stadtplatz mit dem ehemaligen Karl-Marx-Platz. In Leipzig wurde die erste Tageszeitung der Welt gedruckt. Den größten innerstädtischen Auwald als FFH-Gebiet. Und last but not least, mehr Brücken als Venedig. Und natürlich, Fußball darf nicht zu kurz kommen beim Sportdezernenten, den Fußballclub, dem Roten Stern Leipzig. Und natürlich auch den Vizemeister der letzten Liga, RB Leipzig. Aber natürlich ist auch einiges über die Linke in Leipzig zu sagen. Nach Berlin hat Leipzig das einzige Direktmandat zur Bundestagswahl 2017 für die Linke gewonnen. Und ich darf an dieser Stelle noch einmal Sören Pellmann, unseren Leipziger Bundestagsabgeordneten, Direktkandidaten, ganz herzlich gratulieren. Ich hoffe auch in eurem Namen. Und man kann es nicht oft genug sagen, auch auf der Landesebene sind wir sehr erfolgreich. Und ich möchte an dieser Stelle insbesondere auch Juliane Nagel mit ihrem Direktmandat hier in Leipzig ganz herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ich hoffe, dass der Parteivorstand nicht zufällig nach Leipzig gekommen ist, sondern sich was dabei gedacht hat. Und Antje Feix hat ja vorhin etwas über die Situation im ländlichen Raum gesagt. Wir stehen hier als Bürgermeister einer Großstadt, und in Leipzig ist es so, und das wird euch nicht verwundern, dass sich natürlich die Probleme aller deutscher Großstädte auch hier in Leipzig wie in einem Brennglas bündeln. Wir haben hier Herausforderungen, die Menschen vor Ort und täglich spüren. Sie finden keine Wohnung, die Mieten steigen. Wir haben ein Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit der verkehrlichen Infrastruktur. Die Einkommenssituation ist nach wie vor nicht vergleichbar mit der im Westen. Und wir haben eine gewaltige Herausforderung zu meistern, ich sagte es bereits, Geburten und Zuzug, was die Versorgung mit Kitaplätzen und Schulplätzen betrifft. Insofern wisst ihr, warum wir alle da sind, warum wir hier beide vor euch stehen und Kommunalpolitik machen. Es geht um die Menschen in unserem Land, und das sollten wir nicht vergessen. Und insofern wünschen wir im Namen der Stadt Leipzig euch einen gelungenen, erfolgreichen, ehrlichen Bundesparteitag. Herzlich willkommen im wunderschönen Leipzig.